schon zweite oder dritte Mal in Wien. Aber es ist eine schöne Stadt mit schönen Kaufhäusern, schönen Restauranten und auch ein gutes Essen. Mit dieser tolle Frisur von den Filmen von Eis am Stiel, dann wäre ich gleich erkannt von der alle Leute, entweder der ältere Leute, das haben aufgewachsen auf diese Filmen, und dazu noch mit diese junge Leute, das schauen diese Filmen auf Wiederholung bei RTL im Fernsehen oder auf Video. Grundsätzlich wird man ihn jetzt öfters treffen können, auch bei Herr Affair in der Wiedner Hauptstraße, weil da ist er jetzt schon Stammgast, und die Sophie kann ihm jetzt wunderbar die Haare aus den 70er Jahren machen, für das ist er ja bekannt, die Elvis-Dolle. Und natürlich wird es auch Diskotheken geben, wie am 1. April den A-Dance Club und morgen am Semmering. Da ist er beim prominenten Skirennen dabei, und es gibt immer wieder Tage, wo er da ist, dann ist er in Deutschland oder in Israel. Also man wird ihn in einiger Zeit sehr oft sehen. Ich wünsche mir, dass junge, gute Regisseure, dass in Österreich oder in Deutschland, kommen zu mir und mir sagen, Zachi Neu, jetzt vergessen Sie diese Rolle von Johnny in Eis am Stiel, jetzt gebe ich Ihnen eine ganz andere Rolle als Schauspieler. Und ich hoffe, dass diese Rolle wird nochmal ein Erfolg, dass die Leute können mich auch für ein anderes Stück sehen als Schauspieler.